Es gibt eine Frage, die immer wieder aufkommt. Muslime, Juden, Atheisten und andere Glaubensrichtungen glauben nicht oder wollen nicht daran glauben, dass Jesus Gott ist. Aber auch manche Christen haben ein Problem mit dieser Frage. Wieso betet Jesus, wenn er doch Gott ist, zu Gott? Die Frage ist eigentlich relativ leicht beantwortet. Gott ist ein Wesen, besteht aus drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Sohn ist auf die Erde gekommen und verzichtete auf vieles, um Mensch zu werden. Als Mensch ist er so wie wir. Er muss jetzt genau wie wir essen, trinken und schlafen und vieles mehr. Philipper 2, 5 bis 8, er entäußerte sich selbst. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Jesus, der Sohn Gottes, wurde Mensch, kam auf diese Erde und war dadurch genauso abhängig von seinem Vater wie wir. Er kommunizierte mit dem Vater genauso wie wir mit unserem Vater kommunizieren. Und er war ständig im Austausch. Deshalb betete Jesus zu Gott. Was geht? Corey hier. Und heute werden wir genau über dieses Thema reden. Und zwar, wieso, wenn Jesus doch Gott ist, betet er zu Gott? Spricht er mit sich selber oder wie sieht das aus? Ich habe gerade zusammengefasst, wie ich das ganz schnell antworten würde, wenn mich das einer fragen würde. Aber es gibt noch so viel mehr dazu zu sagen und deshalb wollte ich dieses Thema heute mal ansprechen. Ich bin auf TikTok häufiger live und da habe ich es mit so vielen Menschen zu tun, mit Muslimen und Atheisten und so weiter und so fort. Und die fragen halt gerne diese Standardfragen. Und man muss vorbereitet sein auf diese Fragen, wenn man raus in diese Welt geht. Und deshalb möchte ich euch heute ein paar Gedanken mitgeben, damit ihr Antwort habt, nicht nur für andere Menschen, sondern besonders für euch auch, damit ihr nicht auf einmal ins Zweifeln kommt, wenn euch jemand diese Frage stellt. Fangen wir einfach an. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir auch zurückgehen und herausfinden, ist Jesus überhaupt Gott? Dazu habe ich ein Video gemacht, schaut euch das an, da könnt ihr 50 Bibelverse sehen, wo ich beweise, dass Jesus Gott ist. Aber ein Bibelvers, den ich gerne nehme, ist Johannes 1. Wort war bei Gott, das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch, wo wir ganz klar sehen, Jesus, das Wort wurde Fleisch, also Mensch. Und in dem Video habe ich auch erklärt, dass Gott ein Wesen ist, aber drei Personen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber ich bin mir sicher, dass diese einfache Erklärung nicht ansatzweise an die Herrlichkeit Gottes wirklich rankommt. Aber das ist, was die Bibel uns vermittelt und was wir noch begreifen können. Dass Gott aus verschiedenen Personen besteht, sehen wir auch in Johannes 6, 38 bis 39. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von dem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Und da sehen wir, dass Jesus, der Sohn, sich demütig unter den Willen des Vaters setzt. Und in Johannes 14, 28 sagt Jesus ja auch, der Vater ist größer als ich. Auch in Hebräer 5 heißt es, und obwohl er Sohn war, hat er an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Also wir sehen, es sind unterschiedliche Personen. Der eine hat den Willen und der andere führt ihn aus. Aber trotzdem gehören sie zu dieser einen Gottheit. Jesus wurde Mensch und hat uns ein perfektes Leben vorgeführt, damit wir ein perfektes Vorbild haben. Obwohl Jesus sündlos war, hat er uns doch vorgelebt, dass wir ständig im Gebet sein sollen. Er kommunizierte mit seinem Vater, so wie wir mit unserem leiblichen Vater kommunizieren können. Bei ihm können wir alle unsere Gedanken abgeben, Sorgen, Bedürfnisse, man kann alles mit ihm teilen. Genauso war Jesus ständig im Austausch mit dem Vater und das im Gebet. Weil was bedeutet eigentlich Gebet? Gebet ist nicht immer, bitte tu dies, bitte tu das. Das erste Mal, dass wir Gebet sehen in der Bibel, ist ganz früh in Mose. Im 1. Mose 4, 26 und in Kapitel 24 zeigt es einfach, dass es ein Gespräch zwischen Gott und der Person ist. Es kann Fürbitte, Dank, Klage sein, einfach ein Gespräch mit Gott. Also wenn Jesus unser Vorbild ist und wir ihn ähnlich werden sollen, wie hat er gebetet und wie sollen wir beten? Wie schon gesagt, wir meinen, dass wir zu Gott beten sollen, nur wenn es uns schlecht geht oder wenn wir etwas wollen.
Wir denken immer nur ans Bitten. Gott, bitte tu dies, Gott, bitte tu das. Aber Jesus zeigt uns, dass wir nicht nur in schlechten Zeiten zu Gott beten sollen, sondern dass wir durchgehend im Gebet verbringen sollen. In jeder Lebenslage. Jesus zeigt uns, dass er sich zurückgezogen hat und alleine gebetet hat. Er hat uns gezeigt, dass er die ganze Nacht durchgebetet hat. Er hat uns gezeigt, dass er früh aufgewacht ist, um zu beten. Er fiel auch zu Boden, wenn er gebetet hat. Er wiederholte ein Gebet mehrere Male. Er zeigte uns ganz klar, wie wir beten sollen anhand des Vaterunsers. Da habe ich auch schon ein Video zu gemacht, wie man richtig betet. Auch dieses Video packe ich unten in die Beschreibung. Jesus hat uns auch gezeigt, wieso wir beten sollen. Als Jesus kurz davor war, gefangen genommen zu werden und gefoltert und letztendlich zu sterben, hat er den Vater gebeten, hey, ist es nicht doch möglich, dass wir einen anderen Weg einschlagen? Jesus hat für das Essen gebetet, er hat Danke gesagt für das, was er hat. Jesus hat für die Kinder gebetet und Jesus hat außerdem gesagt, wenn er den Vater bitten würde, Engel zu schicken, die ihn beschützen sollen, würde auch das passieren. Jesus betet stellvertretend für uns. Jesus betet am Kreuz, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Jesus hat dafür gebetet, dass Glaube stark bleibt bei diesen Menschen. Jesus zeigt uns, wie wichtig Gebet ist und zeigt uns, dass wir abhängig sind von Gott, damit wir uns täglich die Weisheit und Liebe und Kraft abholen, die wir brauchen, um ein ehrbares Leben vor Gott zu führen. Ich sage immer so gerne, wir sind wie so eine Batterie oder wie ein Akku. Wenn wir aufgebraucht sind, dann sind wir nutzlos. Aber Gott ist unser Energieversorger. Wenn wir im ständigen Austausch mit ihm bleiben, dann bleiben wir immer voller Kraft und Energie. Wenn also Jesus zum Vater betet, heißt es nicht, dass er nicht Gott ist. Es zeigt uns einfach die Beziehung des dreieinen Gottes. Jesus ist auch der einzige Mittler zwischen dem Vater und uns. In 1. Timotheus 2, 5 bis 6 heißt es, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle hingegeben hat. Wenn Jesus nicht gestorben wäre, hätten wir keine Chance, zu Gott zu kommen. Denn Gott ist viel zu heilig, dass wir mit unserer sündhaften Natur zu ihm kommen können. Aber dadurch, dass Jesus gestorben ist und uns gereinigt hat und uns heilig gemacht hat, können wir zu Gott kommen. Es ist wie Licht und Dunkelheit. Da, wo Licht ist, kann Dunkelheit nicht bestehen. Deshalb sagt Jesus ja auch in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Aber ich kann es voll verstehen, wenn man den dreieinen Gott nicht versteht, wenn man nicht versteht, wie diese Dreieinigkeit funktioniert, dann kann man nicht verstehen, wieso Jesus zum Vater betet, wieso Jesus betet, wenn er doch Gott ist. Aber wenn man davon ausgeht, dass Gott aus drei Personen besteht, die trotzdem noch miteinander kommunizieren, dann ergibt es schon viel mehr Sinn. Auch wenn das immer noch ein Bruchteil ist von dem, was wirklich da passiert. Aber wenn du den dreieinen Gott nicht verstehst, dann kannst du ihn darum bitten. Weil es geht nur darum, dass dein Herz offen ist. Wenn du offen dafür bist, dann wird Gott es dir offenbaren. Es hilft nämlich nichts, mit unserer menschlichen Logik an dieses Thema ranzugehen. Gott ist so weit über unsere menschliche Logik, dass nur er uns die Erkenntnis schenken kann. Er muss es dir offenbaren und du musst nur offen sein. Aber ja, das wäre meine Erklärung, wieso Jesus zu Gott betet, Jesus zum Vater betet, wenn er doch trotzdem Gott ist. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr die gerne unten in die Kommentare schreiben. Wenn ich irgendwas vergessen habe, was man gut ergänzen könnte, schreibt es mir doch auch unten in die Kommentare und ich pinne die an und dann können sie andere Leute sehen und lesen. Aber wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Corey hier, ihr da, alles klar.